2006, ja genau, da war ich mit Andi hier an der Linie. Die Hauptsache ist, dass Snacky Spaß hat, dass wir alle uns mal wiedersehen und ein würdiges Abschiedsspiel für ihn haben. Ja, hat Spaß gemacht, schon die ersten ein, zwei Stunden vorm Spiel mit den alten Jungs wieder. Bin ich mit allen zusammengespielt, aber doch im Laufe der Jahre eigentlich alle kennengelernt. Guck mal, wer da kommt. Guck mal. Ah! Nicht so. Spieler interviewen und dann kriegen wir hinten einen rein. Das ist total unprofessionell. Ja, ihr wechselt das. Verein seid ihr eigentlich? Also Einweg hat das Tor aufgelegt zum 1:0 von Max Kruse. Das muss jetzt abseits sein, glaube ich. Fahne bleibt unten und Hennings macht das Tor zum 5:5. Aus meiner Sicht sah es so aus, als ob es abseits ist. Er sagt, ja, sieht so aus. Ja. Ich habe gerade Sven Buchs gefragt, ob irgendwie in den letzten 8 Jahren der Platz größer gemacht wurde. Anscheinend nicht. Dann liegt es doch an mir. Insgesamt geiles Spiel. Für Schnecke denke ich auch nochmal ein geiler Abschluss. 90, glaube witzige Minuten haben den Leuten ein bisschen Spaß gebracht. Und ja, war natürlich schön nach jetzt, ich weiß gar nicht, 2,5 Jahren fast, mal wieder hier im Stadion zu sehen. Nochmal Leo. Und immer wieder Leo. Nächstes Tor. Ja, ich glaube, zu so einem Spiel hat man irgendwie schon auch ein paar Ideen und Gedanken und Bilder im Kopf, aber so richtig vorstellen, weiß ich nicht, wie ich mir das hätte vorstellen können heute. Es war auf jeden Fall ein schöner, gelungener Nachmittag und Tag bisher, etwas kalt, aber ich springe jetzt gleich unter die warme Dusche und dann freue ich mich auf dann wiederum ein kaltes Getränk.